Ich heiße Antonia Kuppler und ich komme aus dem Saarland. Also ich bin Karis Kim. Ja, ich bin hier aus dem Bundesland Hessen. Also ich bin Leonard Helbrecht und ich komme aus Trier. Ich heiße Kaya Gietze und ich wohne in Grolland in Bremen. Der Vorlesewettbewerb ist eine bundesweite Aktion des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, bei dem über 620.000 Kinder jährlich mitmachen. Das fängt in den Schulklassen an und Kinder lesen dort aus ihren Lieblingsbüchern vor. Und der Wettbewerb führt eben bis heute, bis zum Bundesfinale in Frankfurt. Guten Morgen, kleine Mädchen und Jungen, sagte die vier junge Frauen und lächelte freundlich. Und eure Hefte, Federtaschen und Kartoffelfilmmesser herauf. Setzt ein fröhliches Gesicht auf und der Unterricht kann beginnen. Ich finde, beim Lesen kann man sich richtig in die Figur hineinversetzen, die halt im Buch spielt. Und man erlebt halt Spannung mit ihr und die anderen Gefühle. Ich finde es halt auch cool, es gibt beim Lesen total viele verschiedene Welten und so. Und für jeden ist diese Welt halt auch unterschiedlich. Und ja, das finde ich halt total interessant, auch wie die Welten für einen aussehen. Wenn man liest, dann findet man sich so richtig schön in das Buch ein. Und wenn es einem gefällt, dann kann man auch richtig gut betonen. Und ich bin eigentlich durch meine Schule draufgekommen. Man liest ja da auch manchmal Texte in so einem Buch. Und da haben die Lehrer halt gesagt, boah, also du musst mal zum Lesewettbewerb. Beim Bundesentscheid, das habe ich ja nun schon mehrfach miterlebt, ist das Niveau immer wahnsinnig hoch. Also es ist wirklich schwierig, da noch Unterschiede festzustellen und einen Sieger bzw. zwei Sieger zu küren. Mir würde es sehr, sehr schwer fallen. Ich möchte nicht in der Haut der Jury stecken. Ich bin halt schon aufgeregt. Ich versuche halt am Morgen irgendwie runterzukommen. Total nervös. Total nervös. Ach, es geht. Ich bin nicht so nervös. Es ist ja schon was ganz Tolles, hier dabei zu sein. Und auch mal Frankfurt zu besichtigen. Das ist so ein Geschenk, das wir den Kindern machen, den Landessiegern. Die dürfen 3 Tage hier in Frankfurt verbringen, sind am Montag angekommen und bekommen Dienstag die Möglichkeit, die Stadt ein wenig zu besichtigen. Dort können sie sich entscheiden, ob sie zum Beispiel in den Zoo gehen möchten oder lieber shoppen. Und am Nachmittag kriegen sie eine Buchauswahl, aus der sie dann sich einen Text aussuchen können, den sie dann am Finale lesen und haben ein bisschen Zeit, sich vorzubereiten. Also das ist schon das Beste von allem, würde ich sagen, auch mit dem Übernachten hier. Man kann hier echt viele gute Freundschaften schließen und so. Ich finde es echt hier richtig, 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 richtig gut. Und es gibt keine Schule und es gibt gute Freundinnen hier. Und ja, und kein Mathe. Der Sieger der Gruppe A ist Monique Roschak. Und der Sieger
in der Gruppe E ist Josephine Marz. Nach dem Finale bereiten wir schon die Aussendung für den nächsten Vorlesewettbewerb vor. Das heißt, wenn im Oktober die Broschüren rausgehen, die müssen wir texten. Wir brauchen neue Bilder, die wir jetzt shooten Ende Juni. Und es geht nahtlos weiter, damit im Oktober die nächste Runde beginnen kann.